Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von They Are Billions. Und wir haben erfolgreich unsere erste Welle in die, naja, nicht Flucht geschlagen. Wir haben sie vaporisiert, wir haben sie ausgelöscht, wir haben sie zerstört. Und das ist unsere Heldengruppe, die das Ganze bewerkstelligt hat. Ein paar Handvoll Soldaten, Snipers und eine Jägerin. Hier nochmal eine. Ja, die haben das erfolgreich gemacht, war okay, ich sag mal ein bisschen unkoordinativ war das Ganze noch, so von meiner Seite, mag sein, aber eine Frage habe ich, hat es die Welle durchgeschafft oder nicht? Kann sich jeder einfach mal selber hinterfragen, allerdings sollten wir das für das nächste Mal dann doch besser machen, ich sehe es ja ein, ich glaube wir können da so ein paar Sachen noch verbessern. War jetzt auch nicht die größte Welle, wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind. Außerdem mit dieser Defense hier oben, da werden wir die Defense, wenn wir dann irgendwann expandieren, werden wir die hier wahrscheinlich immer ein bisschen weiter nach vorne schieben und rüber. Fürs Erste machen wir aber erstmal wieder zu. Ganz klare Angelegenheit, dass hier nichts durchkommt. So, da hätte ich es auch gerne mal zu, für dieses komische Loch da durch den Wald. Wir standen einfach low-key die ganze Zeit Zombies rum. Während wir hier unten alles aufgebaut haben, standen hier die ganze Zeit Zombies rum. Hätte nur einer runterrennen brauchen und hätte einfach alles infiziert. Und wir dann so, super, ey. Okay, was ist denn jetzt der nächste Schritt eigentlich? Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Ja, wahrscheinlich, Öl, wo gibt's denn Öl? Wahrscheinlich einfach weiter Soldaten bauen, einfach wachsen weiter, ne? Einfach weiter wachsen. Wir brauchen Häuser ohne Ende. Ganz klare Angelegenheit. Definitiv Häuser. Genau. Da und da und so. Überhaupt und allgemein. Dann können wir hier wieder was erforschen. Vielleicht hast du eine Pfahlfalle. Das sieht mir doch gar nicht schlecht aus. Und hier unten haben wir natürlich auch noch nicht so direkt zugemacht. Na, gleich überhaupt nicht. Ja, mal die Pause raus. Hier unten wird noch fleißig vor sich hingeschossen. Mhm. Darüber müssten wir noch, um hier zuzumachen. Und dann müssten wir wahrscheinlich hier noch zumachen und hier noch zumachen. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Ja? Und ohne Arbeiter geht ja auch nichts. Da haben wir wieder welche. Dann spendieren wir mal einen Scharfschützen, einen Soldaten. Ist ein bisschen die Frage, wo die Jäger vielleicht hier oben rein. Da haben wir jetzt ein Tor. Andere Frage, was ist denn das für ein Ding da hinten eigentlich? Ich mal so fragen darf. Ihr könnt eigentlich die Map clearen weiter. Das wäre doch was. Verteidigungslinie. Okay. Habe ich es jetzt geschafft? Attention. Technology research finished. Dann so, Gott sei Dank haben wir hier unsere Barrikade. Ich habe es noch nicht ganz kapiert, wie ich dich hier wieder rauskriege. Alle Einheiten aussenden, verlassen das Gebäude. Ach okay, Einheit aussenden, Jäger. Hat es aber gerade nicht gemacht? Macht es doch dann nicht, oder? Ach, Linksklick, nicht Rechtsklick. Okay, 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 okay. Got it! Macht euch keine Sorgen, alles im Griff. Oh Gott. So, hier haben wir wieder ein paar neue. Collision. Diese Pfahlfallen haben wir jetzt am Start. Da die Frage, wo wir die wirklich dann hinsetzen. Sollen wir dann mal schauen, wo unsere eigentlichen Grenzen. Oh, da unten. Da unten. Hilfe. Da schicken wir, glaube ich, doch noch mal ein paar Soldaten runter. Ja, mal zwei Soldaten, dann schicken die da mit runter noch. Da wollte ich wissen, was das macht. Mit der Kolonie bei Radarstation. Radarstation tritt der Kolonie bei. Was macht's jetzt? Wenn ich mal fragen darf. Es muss repariert werden, um die Infektion zu eliminieren. Hat keine Energieversorgung. Okay. Das ist nicht gut wieder. Aha, da ist schon wieder einer. Den kriegen wir gerade noch hin. Ja, war ein bisschen stressig gerade, ne?
Unten. Unten, das ist nicht so gut. Komm hier nochmal rein. Okay, ganz langsam. Unten brauchen wir mehr Kollegen. Safe Call. Da unten brauchen wir noch mehr. Und da wieder ran? Nee. Da unten müssen wir dann auch unsere Defense weiter ausbauen. Das sehe ich jetzt schon. Müssen wir erstmal clearen hier. Okay. Alles reparieren. Wir brauchen immer weitere Wohnhäuser. Dann können wir einmal da einen hinsetzen, um daraus zu expandieren. Ihr schießt mal da oben ein bisschen rum. Ach, der Scharfschütze ist Veteran. Okay. Auch nicht schlecht. Oh, da sind wieder ein paar Schnelle dabei. Ganz vorsichtig da oben. Da sind sehr viele Schnelle dabei. Just saying. Und ihr könnt nicht besonders schnell schießen. Wisst ihr, ne? Okay. Okay. Building completed. Jetzt haben wir die Pfahlfalle, dann müssen wir was Neues erforschen. Ja. Ja, nochmal so eine Balliste mit rein, oder? Das könnte doch helfen. Da unten müssen wir weiter clearen, damit wir unsere Defense weiter... Hallo, ihr sollt schießen, dann nicht reinrennen wie die Irren. Let's go. Our buildings are being attacked. Buildings? Buildings? Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jetzt hat er das kaputt gemacht. Ich glaube, ich spinne. Was sind denn hier unten so viele eigentlich? Komm du nochmal mit raus. Du reparierst dich. So, wir müssen hier unten clearen. Das nimmt Überhand, da unten. Du, auch noch runter. So, Einsatzgruppe. Da oben kommt schon wieder einer. Wäre ich aber langsam böse. So. Das passt. Das war hier, ja. Das machst du dann bitte. Dankeschön. Und ihr cleart hier weiter, denn wir wollen ja hier langsam mal auch zu Botte kommen. Brauchen wir eh Energie da unten. Weitere Energie. Ich hatte doch hier oben noch Energie, oder? Ist es jetzt drin? Zählt das schon? They are trying to break through. Keine Energieversorgung, verdammt. Dafür müsste ich schon eine hier hinbauen. Mach ich das doch mal kurz. So, die Balliste. Wo gibt's denn die Balliste? Hier, Angriffsturm beschießt Gegner. Das sehe ich allerdings jetzt gerade mal eher hier unten, glaube ich. Ja, hier zum Beispiel. Holy moly. Okay. Mal stopp. Dieses Ballistending. Machen wir doch mal das dahin. Oh. Da oben wieder. Zum Junge kriegen. Kommst du mal dahin? Du übernimmst seinen Platz. Ja, got it, got it. Darum wird sich gekümmert. Don't you worry, my friend. Ist jetzt die Frage, müssen wir da oben unbedingt weiter expandieren? Denke ja nicht. Dich einmal reparieren. Mal schauen wir mal da runter. Sorry, Sir. So, du langsam hier hin. Gut, und da geht's auch weiter im Idealfall. Eieiei, was hat sich denn hier für eine Party angesammelt? Ja, das muss weg, das Gesindel. Aha, Arbeiter. Das bedeutet wieder weitere Häuserchen. Das wäre jetzt mal die Frage, ob wir nicht diese Hütten hier upgraden. Da brauchen wir nicht ganz so viele Häuser. So, hier haben wir eine Balliste. Das ist schön. Das tut gut, das ist schön. Die Frage... Wahrscheinlich wollen wir hier eh noch ein bisschen weiter rausbauen dann mal, ne? Das wird uns ja jetzt nicht reichen. Einheit wird angegriffen. Oh, zurück. Was ist denn hier los? Nein! Oh, ich verliere einen. Er kommt nicht weg. Oh, was habe ich getan? Oh, oh. Das war dumm.
Die sind ja viel schneller. Oh, oh, oh. Ich habe eine Idee. Wir bauen diese Dinger hier. Und ihr lockt sie da rein. Wenn sie irgendwann mal fertig werden. Machen wir einen gekonnten Kreis. Na gut, jetzt hat es doch noch geklappt. Ohne die Pfahldinger hier. Okay. Ja, okay. Weitschmarrn. Gebe es zu. Wird aber hoffentlich nicht die Welt gekostet haben. Ich mach sie weg, weil wir ja wieder expandieren wollen in die Richtung. Ne? Die Kolonie. Ach so, die greifen das an. Ja, ja. Oh, das hat ja aber mal ein bisschen die Karte aufgedeckt, das gute Stück hier. Hallöchen. Gar nicht schlecht. Technology Research. Upgraden kostet Energie. Wir haben echt keine Energie wieder. Okay. Wir haben keine Arbeiter. Da haben wir das Problem wieder. Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Da bin ich aber raus. Ein Haus. So. Ihr beschützt mir das Gebäude hier mal so ein bisschen. Naja. Ja, sind schon ein paar, ne? Sind dann doch ein paar. Dann macht ihr die mal weg. Zelt, Zelt. Genau, wir wollten ja eigentlich das Ding hier. Achso, muss vier Felder weg sein. Gut, dann machen wir das doch. So. Und da haben wir wieder einen Soldaten mehr für unseren Angriffstrupp da oben. Die da unten haben einen ganz guten Job gemacht. Da wollten wir ja dieses Ding hin. Hm. Du bleibst mal hier. Wo läufst du denn hin? Also wolltest du jetzt über da zu denen hochrennen, oder? Sehe ich das korrekt? Aber du stehst mir eh ganz gut hier. Muss ich sagen. Beziehungsweise möchte ich hier ja eigentlich auch zumachen. Ja, so ist es ja nicht. So ist es ja auch wieder nicht. Eigentlich möchte ich da eher zumachen, dass da keiner mehr reinkommt. Okay, okay, der wurde gemacht. Ja, dann geht's da hoch. Gut, dann machen wir unten nämlich dicht. Boah, sag mal. Hier so. Kein Holz mehr. Halt, stopp. Du da nicht. Machen wir hier ein bisschen reinhauen, apropos Holz. Das wäre vielleicht auch mal wieder so eine Variante. Da ist ein Lumberjack. Hier nochmal 12, das ist gut. Ich sehe auch eher da oben. Bei denen. They are attacking the colony defenses. Your sniper at your service. Dann einmal hier rüber. Our soldiers are in trouble. Soldier in trouble, habe ich gesehen, kein Problem. Du kommst und joinst dem Angriffsteam. Our forces are in danger. Yo. Wo rennst du denn auch entlang? Building completed. Yeah. Sie sind überall, diese verdammten Zombies. Überall. Okay. 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 Schauen wir mal, ob wir überhaupt zum Expandieren kommen. Hier können wir auf alle Fälle schon mal upgraden. Zack. So, dann die schicken wir auch noch nach oben. Das scheint gerade so unser Dings zu sein. Das Problemeck da oben. Da unten haben wir es ja schon in den Griff bekommen, hätte ich jetzt mal so arrogant behauptet. So. Units under attack. Units under attack, ja, weil du einfach so dumm bist. Warum
Habe ich da keinen Platz gelassen, oder was? Der kann da nicht hin. Der kann da nicht hin. Das ist ja unangenehm. Der kommt hier nicht durch, oder wie? Eieieiei. Habe ich mir den Weg da verbaut? Das ist möglich, ja? Okay, again what learned. Ich habe mir den verdammten Weg verbaut. Interesting. Okay, ich würde sagen, Zeit zu expandieren. Wer schreit denn hier so? So many targets, gotta love it. Wir expandieren hier mit diesem Teil. Definitiv. I need to kill something. Allein schon, um mehr Platz zu haben, um irgendwo hinzukommen überhaupt. Bullseye. Die Angriffsgruppe könnte mal hier unten hin. Alright. Und ich würde sagen, wir machen das. Ah, halt, Tag 26. Jetzt vielleicht gerade der falsche Zeitpunkt, um zu expandieren. Okay, dann machen wir es eine Teilexpansion raus. Wir brauchen wieder unsere Energy. Vielleicht sogar, ja, hier so. Einfach mal hier so und dann schicken wir mal alle in Position. Wobei die das ja schon an und für sich sind. Und da vielleicht dann doch ein Tor. Rein. Da ist ja dann die Balliste, wobei die jetzt natürlich gar nicht so geil steht. Könnte man noch ein bisschen näher ranbauen, ne? Einmal weg. Ich glaube, man kriegt die Hälfte der Sachen wieder. Don't worry, guys. Oder will ich es dann doch lieber eigentlich hier oben dann haben, ne? The walls are under attack. Ja. Nee, da unten. Dann kann sich die Balliste schon mal so ein paar Sachen kümmern. Our defenses are being attacked. Genau, das weiß ich. Jetzt müssen wir allerdings schauen, dass wir hier oben unsere Defensive wieder errichten, bevor die Welle anmarschiert. Your sniper at your service. Machen wir das Ganze nämlich so. So nämlich. Dann haben wir schon mal das. Da kommt dann noch ein Tor hin. Dann haben wir die alle hier. Hier ist sonst keiner. Da kommt einer. Das ist aber besetzt, der Turm. Ja gut. Dann haben wir noch so ein paar Leutchen raus. Hat sich schon ein Haus geupgradet von uns eigentlich? Ich dachte... Ja, hier, klar. Hier. 8 Kolonisten. 4, Arbeiter 2, Arbeiter 4, also alles doppelt first. Und Goldeinkommen auch wesentlich mehr. Aber wo Goldeinkommen? Hier müssen wir wieder was erforschen. So, jetzt kommen die Leute nämlich hier auch wieder vorbei und müssen nicht diesen umständlichen Weg gehen. Nehmen wir hier noch so ein paar Türme dazu. Alle? Was ist hier? Nicht genügend Material. Kein Holz? Jetzt hat. Okay. Okay. Tell me your darkest wieder. Thoughts. Andere wäre dann hier natürlich zuzumachen. Das wäre jetzt auch highly interesting. Und machen wir auch. Da kenne ich nichts. Machen wir einfach zu. At your service. Du kommst hier runter, nachdem jetzt hier oben zu ist. Is everything okay? Dutzende von Infizierten, die zweite Welle. Ja, das sind die. Ja, dann gehen wir mal raus und clearen den. Ich meine, das ist schon ganz angenehm. So, dann lässt du mal bitte von unserer Radarstation die Finger, wenn es geht, nach Möglichkeit. 3 Stunden, Dutzende von Infizierten. Naja, wie schlimm kann es schon sein? 2 Stunden? Das ist die Frage. Wir müssen erstmal schauen, wo die herkommen. Da ist noch einer. Wir schauen erstmal, wo die Kollegen überhaupt herkommen, bevor wir hier aktiv werden. Von hier links, oder was? Von links? Oh, das ist schlecht. Kurz mal Pause. Ganz mal kurz Pause. Okay,
Müssen wir, glaube ich, eh öfters benutzen, die Pause. Es ist ein bisschen insane, dass ich als absoluter Vollnoob nie die Pause benutze. Sie kommen von links und suchen den direktesten Weg zum Haupttor, also zum Hauptgebäude. Hoppala. Kurzer Aufstoß. Bedeutet... wir sind am Arsch. Ein bisschen. Wir sind ein bisschen am Arsch. Genau da, wo unsere Defense am allerschlechtesten ist, kommen sie natürlich. Warum? Weiß keiner. Was kostet denn... Über Liste, da schaut es gerade ganz schlecht aus. Ja, dann werden es wohl die einfachen Türme übernehmen müssen. In Gottes Namen. Und hier kommen sie dann eh durchgerannt und ist offen, ne? Eieieiei. Ihr kommt erstmal alle hier runter, außerdem. Und da runter. Ja. Auch. Logischerweise hier dahin. Brauchen mehr Holz auch. Okay, Befehle wurden erteilt. Du bleibst da oben, um das Nötigste zu clearen oder securen. Attention. Building complete. Do you need me? Wir brauchen wieder Holz, Junge. Das needen wir. Und Gold. Wow, wir haben kein Gold mehr. Okay, immerhin ein paar Einheiten am Start. Nein, sie kommen da oben. Was? Ich dachte, sie kommen. Dann ist das der direkteste Weg da oben. Oh mein Gott. So dumm. Alles da hoch. In Gottes Namen. Das machen die natürlich in Windeseile kaputt und dann brechen sie durch. Ich habe alles falsch gemacht. Nein. Moment. Was können wir tun? So hoch und ihr geht mir dahin und schießt bitte. Du darfst alles schießen. Gold 500, ja, das ist leider absurd. Okay, der Turm ist schon mal down. Weiter schießen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du dahin. Lovely death. Oh mein Gott. What a poor decision making by me. Oh. Die Krise. Wirklich. Ich krieg hier echt die Krise. Ist kein Spiel für mich, sehe ich schon. Ist ja nervenaufreibend. Okay, die nächste kommt bei Tag 40. Okay. Wir müssen mehr an unserer Economy arbeiten, sag ich euch. Wir haben zu viel Bottlenecks hier am Start. Da oben wieder welche. Jetzt müssen wir erstmal wieder alle verteilen. Du da rein. Du da rein, oder? Ja. Du da rein. Ein Scharfschütze da rein. Machen wir das? Ja. Scharfschütze da. Normaler Soldat da. Commander? Und sie da. Do you need me? Who do you want me to punish? So, verteilt euch mal. Ihr geht davor und cleart weiter, damit wir wieder bauen können. Da wieder. Ich hab echt zu wenig Einheiten auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ne? Na gut, dass das Ding dauernd angegriffen wird. Ich meine, das war ja fast, davon war auszugehen. Okay. Da. Wir bauen weiter. So. Machen wir mal das. Das kommt mal weg. Was? Oh. Ja gut, das Ding da oben ist verloren. Scheiß drauf. Komm du wieder rein. Und da oben hin, wenn es geht. So.
Okay. Okay. Langsam. Bumm. Und ein Tor. Kommen tatsächlich welche? Die sind sogar schnell. Hey, langsam ist vorbei mit dem Spaß hier, ne? Die sind echt dead serious hier. Und eine Balliste. Das da ausbauen. Denn wir brauchen von allem mehr. Das heißt, wir brauchen auch wieder mal mehr Holz. Da unten sehe ich ja gerade jetzt erst. Okay, okay, okay. Uff. Das ist aber echt ein bisschen stressvoll hier. Die kommen rein, die kommen rein. Our defenses are being attacked. Your colony needs a mayor. Bürgermeisterwahl Stufe 2, Kalb, Bonus Lucifer? Okay. Okay. Wie war? Ja, und Lucifer. Da wird ordentlich was kaputt gemacht hier, sehe ich gerade. Ja. Wo noch? Da oben. Oh, da sind sie auch schon durchgebrochen. Oh, oh. Kommt jemand mal runter hier? Seht ihr das? Wie viele Infizierte da dann nämlich rauskommen? Let's go. Reporting for duty. Okay, wir brauchen hier euch. Dahin. Our defenses are being attacked. Ja, wäre schön, wenn ihr auch schießen würdet. Danke. So. Okay. Ist jetzt infiziert hier, oder? Uff. Ja, sagen wir, wie es ist. Die Defense ist scheiße. Ich habe eine ganz, ganz beschissene Defense. Da gibt es auch nichts, um den heißen Brei herumzureden. Da war jetzt gerade aber irgendein Geschenk. Oh. Can you feel the heat tonight, meinst du? Das sollte man vielleicht auch mal wieder online schicken. Vielleicht hatten wir deswegen so ein paar Holzprobleme, weil das Scheißding gar nicht an war. Mein Gott, was für ein Noob, ey. Okay, so, dann haben wir dieses Ding jetzt hier. Why not? Sag ich mal. Was wir machen müssen, wir müssen unbedingt da unten auch nochmal eine Defense errichten. Sehe ich schon, das ist von allem zu wenig. Wir sind absolut schlecht aufgestellt. Dann kommt jemand mal hier runter. Da ist ein Steiner, der schnell läuft. Dann kann gleich mal dieser Lucifer zeigen, was er kann, nämlich. Ein paar mehr Leutchen. Dann das da. Nahrung. Okay. Nahrung. Eine Farm. Eine weitere Farm. So, dass die Leute natürlich noch durchlaufen können. Das Farm muss man immer auf diesem Grasland logischerweise errichten. Boah, hier. Na? Can you feel the heat tonight? Ich sehe noch keine Heat von dir, Junge, weil du nichts machst. Oh. So viel Heat gleich. Einen verdammten Flammenwerfer am Start, der Kollege Meister. Ja, also der. Wow, war jetzt gar nicht mal so verkehrt. Hier einer rein, da brauchen wir hier noch einen Turm. Dass zumindest mal überall was besetzt ist, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir hier mal so fallen. Attention. Building completed. So, kein Holz mehr. My blood boils. Tell me. Du joinst der Partygruppe da unten. Keine Arbeiter. Ausbauen. Ja, und dann würde ich sagen, dann bereiten wir uns mal auf die nächste Welle vor und schauen, dass wir unten das Ganze clearen, dass wir die Defense weiter errichten und dass wir wesentlich besser vorbereitet sind als beim letzten Mal und noch ein bisschen besser antizipieren, woher die Kollegen eigentlich kommen. Okay, macht es gut. Ciao, ciao.